Hallöchen, Leute. Heute noch mal ein paar News zum Ende des Jahres. Noch mal Bens News am Ende des Jahres. Das Jahr neigt sich dem Ende. Es war mal wieder ein ereignisreiches Jahr, was Let's Plays angeht. Mein erstes komplettes Jahr als Let's Player. Und ja, ich hoffe, dass die Leute, die Ja, dass die Leute einfach mir 2012 auch noch treu bleiben werden und vielleicht noch ein paar andere dazukommen werden. In diesen News geht es einfach nur mal so ein bisschen darum, was habe ich gemacht bisher, was wird noch kommen. Also ich habe jetzt dieses Jahr sehr viele Projekte abgeschlossen. Hatte ja auch das Problem mit den ganz vielen Projekten und so. Also ich viel zu viele hatte für meinen Geschmack. Ja, die aktuellen Projekte. Da sieht es momentan so aus. Need for Speed Most Wanted pausiert ja schon seit einer ganzen Ewigkeit. Und ich glaube, das wird auch noch eine Weile so bleiben, weil ich habe momentan so rein überhaupt gar keine Lust auf das Spiel. Aber ich werde mich schon in den Hintern treten, dass ich es auch beenden werde. Minecraft habe ich wieder ein bisschen was aufgenommen. Da wird aber ab Part 29 eine komplette Änderung erfolgen. Was das für eine Änderung ist, verrate ich noch nicht. Stellt euch einfach darauf ein, dass ab Part 29 eine komplette Änderung des Let's Plays vonstatten gehen wird. Nichts Gravierendes. Fallout 3 habe ich auch noch ganz gut im Petto. Ich habe auch noch ganz viele Parts im Petto. Sims 2 habe ich zwar nur noch ein Part im Petto, aber ja. Ich hatte ja gesagt im letzten Sims 2 Part, dass da nicht mehr allzu viel kommen wird. Oder beziehungsweise es ist halt nur ein Nebenprojekt und die Hauptprojekte gehen einfach vor. Dann seht ihr hier im Hintergrund mein schönes Plan, so Zombies, Hintergrundbild, dass ich auch noch zum Let's Play mache. Ich habe ja so ein Let's Test Video mal hochgeladen, habe einfach mal so eine halbe Stunde aufgenommen, so just for fun, um zu gucken, wie es bei euch ankommt. Bei ein paar ist es ganz gut angekommen, deshalb denke ich einfach mal, dass ich ein Let's Play draus mache, werde ich heute oder morgen noch ein bisschen was zu aufnehmen. Was Plan so Zombies angeht, wird aber auch erstmal nur in den Nebenprojekten sein, also so oft Parts wird es nicht geben, also ich werde meine Aufnahmesession machen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft es da Parts geben wird, weil die Hauptprojekte gehen einfach nur mal vor. Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was euch 2012 erwartet von meiner Seite aus. Ja, ich werde auf jeden Fall weitermachen mit dem Let's Playen. Der Uploadplan, so ein Video pro Tag, gut, manchmal sind es auch zwei. Das wird aber eher in den seltensten Fällen so sein, dass es zwei sein wird. Wird so beibehalten, also normalerweise immer nur ein Video pro Tag, weil ja, seit einigen Monaten hat mich das Real Life ja voll erwischt. Das hatte ich ja alles schon in einem anderen News-Video erwähnt. Dadurch muss das Let's Playen jetzt etwas hinten anstehen, aber ich denke mal, ein Video pro Tag ist auch etwas, weil zu viele Videos pro Tag hochladen ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich sehe es momentan von Gronkh, wo ich mich immer noch frage, wie der das macht. Dass er drei, vier Projekte hat und von jedem Projekt jeden Tag zwei Videos hochladen kann. Oder mindestens ein Video. Und ja, wie auch immer das Gronkh macht, ich krieg's auf jeden Fall nicht hin. Von jedem meiner Projekte jeden Tag ein Video hochzuladen. Ja, deshalb wird es halt nur so pro Tag ein Video sein. Ich werde natürlich den Uploadplan so stricken, dass kein Projekt zu kurz kommt. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen, dass kein Projekt zu kurz kommt bei dem Upload. Genau, also 2012, also welche Projekte euch 2012 erwarten, kann ich euch nicht sagen. Nochmal ein kleiner Hinweis für einige Leute, die mich fragen, was denn jetzt als nächstes kommen wird. Ich entscheide sowas komplett spontan.
Also, wenn ich jetzt ein Projekt beendet habe, dann entscheide ich spontan, welches Projekt dann als nächstes kommt. Das manchmal habe ich die Projekte schon ein, zwei Monate lang im Hinterkopf, dass ich sie machen will. Und manchmal wird es einfach spontan entschieden. Ich habe zurzeit übelst Bock auf das Spiel, dann wird das auch Let's Played. Also lasst bitte solche Fragen wie: Ben, was machst du denn als nächstes? Keine Ahnung, die kann ich euch nicht beantworten. Und ja, auch was das Voting angeht, einige haben auch für Oblivion gestimmt. Vielleicht mache ich es trotzdem noch, vielleicht gar auch nicht. Warum ist jetzt mein Bildschirm grün? Verdammter Mist. Ja, da ist mal ganz kurz mein Bildschirm grün geworden. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Hängt wohl mit der Aufnahme zusammen. Jetzt ist es auf jeden Fall wieder weg. Wo war stehen geblieben? Genau. Also fragt mich bitte nicht, welches Projekt nun als nächstes kommt. Ich weiß es nicht. Also, ich hoffe, 2012 wird wieder so ein gutes Jahr. Also, war eigentlich ein ganz gutes Jahr dieses Jahr. Also, ich habe viele Abonnenten dazu bekommen. So für meine Verhältnisse viele Abonnenten. Da ich ja doch nicht so zu den großen Let's Playern gehöre. Ja, was ich euch aber jetzt schon sagen kann, was euch hoffentlich auch 2012 erwarten wird, ich habe vor einigen Wochen mit Dennis gequatscht, und da habe ich ihn drauf angesprochen, wie es denn mal aussieht, mal wieder mit einem neuen Minecraft-Server. Er hat gesagt, er wird sich mal dran sitzen an neuen Minecraft-Server, jetzt über Weihnachten und Silvester, dann wird das wohl nicht mehr passieren, also dieses Jahr wohl nicht mehr, weil ich noch im Hinterkopf hatte, dass irgendwie, dass er über diesen Zeitraum Familienbesuch hat. Aber ich denke mal, und das werde ich auch tun, ich werde Dennis im Januar mal wieder antipsen oder darauf ansprechen, wie es denn mit dem neuen Minecraft-Server aussieht, weil ich persönlich habe auch wieder richtig Bock auf das Let's Play Together von Minecraft. Wir würden dann auch eine komplett neue Map anfangen. Und ich habe wieder richtig dolle Bock drauf. Und ja, ich hoffe, Dennis macht das mit dem Minecraft-Server. Also ich hoffe es sehr. Und vielleicht kriegt er dadurch dann auch wieder die Lust am Let's Playen. Also ich hoffe auch nach wie vor, dass er nicht aufhören wird. Also das ist so eine Sache, die kann ich euch für 2012 nicht versprechen, aber ankündigen. Also ich bin mir schon sicher, dass Dennis den Server machen wird, aber ich möchte es euch trotzdem nicht versprechen. Also ich hoffe, er macht es, damit ich habe wieder richtig dolle Bock auf das Let's Play Together mit dem Dennis. Und ja, dann noch eine ganz kleine Kleinigkeit. So ein Video, was ich gerade eben gefunden habe, das werde ich auch mal in der Videobeschreibung verlinken, wo jemand erklärt, wie das eigentlich mit der Monetarisierung läuft. Ich habe sie ja auch freigeschaltet, aber noch nicht angewendet oder ja, eigentlich so ziemlich überhaupt gar nicht angewendet. Ich habe sie aber erstmal freigeschaltet, weil ich hab auch so den ein oder anderen Let's Player oder allgemein den ein oder anderen, der auch auf YouTube Videos hochlädt unter meinen Abonnenten, und ich bin mir sicher, dass viele davon meinen, sie könnten ihre Videos einfach so monetarisieren und könnten damit dann Geld einstreichen. Diese würde ich ganz dolle gerne dieses Video hier, was ich auch in der Videobeschreibung verlinken werde, ans Herz legen. Dort wird nochmal alles genau erklärt. Einer hat auch in die Kommentare geschrieben, das sollte als Tutorial-Video auf die Startseite kommen. Finde ich auch, also nachdem ich das Video gesehen habe, bin ich dann doch ganz froh, dass ich unter meine Let's Plays nie die Monetarisierung aktiviert habe, beziehungsweise den Monetarisierungsschalter umgelegt habe. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe zu wenig Abonnenten. Ich habe momentan 428 und das sind einfach zu wenig Zuschauer, und einige Leute sollten sich auch mal vor Augen führen, dass
man erst bei 1000 Klicks, wurde mir zumindest gesagt, dass man erst bei 1000 Klicks überhaupt anfängt, was zu verdienen. Also wenn man ein Video monetarisiert hat, dann verdient man erst, wenn das Video mindestens 1000 Klicks hat, erst irgendwie was. Und für Leute wie Gronkh lohnt sich das natürlich, weil Gronkh hat nach 2, 3 Tagen schon 19.000 Klicks oder so auf sein Video. Ich weiß nicht, wie viel man ab 1000 Klicks verdient. Manche haben gesagt, man verdient ein paar Cent ab 1000 Klicks, andere ein Euro. Also ein Euro wäre schon logisch irgendwo. Und für Leute wie Gronkh lohnt sich das einfach, aber so Le für Leute wie mich, die gut sind, wenn sie bei einem Video auf 100 Aufrufe kommen, lohnt das einfach nicht. Deshalb habe ich die Monetarisierung bei meinem Kanal zwar aktiviert, aber habe sie nie durchgeführt. Ja, und außerdem hatte ich sowieso nie vor, mit den Let's Playen Geld zu verdienen. Ich habe es damals angefangen, weil ich es mal ausprobieren wollte. Ich habe dann festgestellt, dass es mir Spaß macht, die Leute zu unterhalten. Und auch das Let's Playen an sich mir Spaß macht. Und deshalb mache ich es weiter und ich mache es wirklich nur aus Spaß. Wenn es sich irgendwann in Zukunft vielleicht doch nochmal so ergeben würde, dass ich mit Let's Plays Geld verdienen kann, mache ich das natürlich, aber anstreben werde ich es nicht. Also wenn ich kein Geld mit den Let's Plays verdiene, finde ich das auch nicht schlimm. Ich mache es, wie gesagt, nur aus Spaß. Es ist wirklich nur ein Hobby. Klar würde ich gerne mit meinem Hobby Geld verdienen. Wer verdient nicht gerne Geld mit einer Sache, die einem Spaß macht? Und wer jetzt wieder Geldgeil schreit, der soll auch bitte Geldgeil zu allen Leuten auf der Welt schreiben. Oder sagen, whatever schreiben, sagen, sie beschimpfen als Geldgeil, die ebenfalls ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, die verdienen auch mit ihrem Hobby Geld. Also mit Geldgeilheit hat das alles nichts zu tun und ich glaube auch jeder von euch hat Hobbys, so sollte das eigentlich sein. Und ich glaube jeder von euch würde, wenn er die Chance hätte, mit seinem Hobby Geld verdienen. Also ich bin ganz froh, dass so habe ich es bisher nur mitbekommen, dass solche Schreie wie Geldgeil und so weiter nur von kleinen Kindern kommen, von kleinen 14-jährigen Kindern. Damit will ich natürlich nicht alle 14-Jährige jetzt in den Dreck ziehen. Aber dass es nur so von kleinen 14-jährigen Kindern kommt, die wirklich noch zu Hause leben und überhaupt noch keinen Plan vom Leben haben. Und einfach total unreif sind. Ja, ehe das hier zum Diskussionsvideo ausartet, werde ich die Sache jetzt erstmal beenden. Also ich lege allen Leuten, die Videos hochladen auf YouTube oder selbst Let's Plays machen und wirklich drauf versteift sind. Der Marcin ist gerade on. Grüße dich, Marcin. Wie schon in dem Let's Play Minecraft habe ich ihn auch schon gegrüßt in den nächsten Parts. Ja, also Leute, wenn versteift euch nicht so darauf, mit dem Let's Play nehme ich jetzt einfach mal Geld zu verdienen. Wie gesagt, es lohnt sich, wenn ihr unter 1000 Abonnenten habt, sage ich jetzt einfach mal so, lohnt sich das einfach gar nicht. Es lohnt sich nicht für mich, es lohnt sich nicht für jemanden, der 40 Abonnenten oder so hat. Es lohnt sich einfach nicht. Es bringt euch nichts. Und ihr dann Ärger kriegt, weil YouTube irgendwie es bemerkt habt, dass ihr überhaupt nicht die ganzen Rechte an den ganzen Spielen habt. Das ist dann nämlich auch noch so eine Geschichte, die in diesem Video erklärt wird. Lasst es lieber. Ihr habt dann nur Nachteile. Also ich lasse die Monetarisierung auch. Es ist und bleibt ein kleines Hobby von mir, das Let's Playen. Und ja, ich könnte auch noch mal ein paar andere Videos verlinken, so das Diskussionsvideo zu den Hatern und Flamern, wo ich und der Dennis auch noch mal drauf angesprochen habe, dass ihr als Abonnenten uns Let's Player doch ab und zu mal ein Feedback geben könnt, weil es für uns kleine Let's Player einfach wichtig ist, ein Feedback zu haben. Und da wir das auch alles kostenlos für euch machen, ist das das Mindeste, was wir von euch verlangen können. Ab und zu mal ein Feedback, wenn es nur ein Daumen hoch ist. Und wenn es ein Daumen runter ist, bei mir bitte mit Begründung, warum Daumen runter. Weil Daumen runter und ohne Begründung, die ignoriere ich gekonnt. Die interessieren mich gar nicht. Okay, Leute, ich beende jetzt dieses News-Video, weil ich quatsche schon wieder viel zu viel.
Also ich werde mich heute oder morgen nochmal dran setzen und planloses Zombies aufnehmen. Da wird sich der Marcin, der eben gerade online gekommen ist, im Skype, wird sich da sehr dolle freuen. Und ich hoffe auch, einige von euch werden sich da freuen. Und wie gesagt, Projekte Need for Speed pausiert noch eine Weile. Ich habe keinen Bock auf das Spiel. Minecraft wird weiterlaufen. Habe ich jetzt wieder ein bisschen was aufgenommen. Was ich schon mal ankündigen kann, da die Minecraft Together Folgen, falls es wieder zum Let's Play Together von Minecraft kommt, da die dann auf diesem Hauptkanal hier laufen werden, wird so lange wie ich Together Folgen habe, das Singleplayer Minecraft Let's Play erstmal pausieren. Ja, also ich werde immer nur entweder das Together nur hochladen oder nur den Singleplayer. Und so ist eigentlich immer ganz gut ausgeglichen. Habt ihr eigentlich immer Minecraft? Eine Sache, weil wir gerade noch bei Minecraft sind, die ich fast vergessen hätte. Das letzte Bild von Minecraft habe ich jetzt, wie ihr seht, verschoben in die abgeschlossenen Projekte, weil auf lange Sicht wird es wohl kein Let's Bild geben. Weil wenn Dennis den Server wieder hat, werden wir uns erstmal dran setzen und das Together aufnehmen, ehe wir irgendwie was mit Let's Bild machen. Ich will das Let's Bild nicht ganz aus der Welt streichen, aber ich streiche es vorerst. Ja, und ich ersetze das Let's Bild durch planloses Zombies, weil das Let's Bild pausiert auch schon eine halbe Ewigkeit und auf lange Sicht wird da nichts kommen vom Let's Bild. Weil wie gesagt, wenn der Server von Dennis wirklich entsteht, werden wir erstmal die Togethers machen. Und deshalb, ich streiche es nicht ganz raus, das Let's Bild, aber vorerst. Aber ihr habt ohnehin noch das Let's Play und wenn es dann hoffentlich so kommen wird, auch das Let's Play Together. Ich denke mal nicht, dass ihr ein Problem damit haben werdet. Ja, Fallout 3 habe ich jetzt noch bis Part 12 im Moment aufgenommen, wenn ihr es wissen wollt. Also, so Tipps, die ihr mir jetzt in den nächsten Part geben werdet, die werden erst ab Part 13 umgesetzt. Wahrscheinlich so Part 13. Ja, und Sims 2, wie gesagt, ich werde natürlich versuchen, 2012 wieder ein bisschen mehr Sims 2 zu machen, weil ich glaube, 4 Monate oder so war Sims 2 komplett weg von meinem Kanal. Also ich werde versuchen, mehr Sims 2 zu machen und auch beim nächsten Mal versuchen, eine Aufnahmesession zu machen. Ja, aber wie gesagt, Sims 2 ist wirklich nur ein Nebenprojekt. Das gilt im Übrigen auch für Plants vs. Zombies. Es wird nicht immer kommen. Okay, Leute, ich beende jetzt dieses News-Video. Ich laber schon wieder viel zu viel. Das ist eine 12-Minuten-Aufnahme. Die nächste geht 5 Minuten. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Wünsche euch noch einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Ich denke mal, ab 30.12. werde ich keine Videos mehr hochladen für dieses Jahr. Gut, sind ja nur 2 Tage, weil ich dann mit meiner Freundin Silvester feiern werde. Und ja, ich wünsche euch einfach einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut ins Jahr 2012 hinein, und genießt noch das Jahr 2012, weil ihr wisst ja, am 21.12.12 ist ja dann alles vorbei. Da gehen wir alle unter und das habe ich mir auch fett im Kalender schon angestrichen, damit ich noch ein bisschen so Let's Plays machen kann, ne? Und so vorm Weltuntergang, damit ihr dann noch ein bisschen Spaß habt. Und ja, und dann 2013 sitzen wir dann alle da und lachen den Film 2012 aus. Okay, Leute, ehe ich hier noch weiter Bullshit labere. Guten Rutsch. Ich hoffe, ihr habtet auch ein gutes Weihnachtsfest. Ich hatte ein gutes Weihnachtsfest. Ein schönes Weihnachtsfest mit Familie und Freunden. Und ich beende jetzt das Video. Tschüss, Leute.